Was für eine Überraschung. Ja, die Figur Cleo ist ja in den 80er Jahren verwurzelt. Und deswegen habe ich euch ein kleines Entscheide-Dich-Spiel mitgebracht. 80er Jahre gegen heute. Und ich stelle euch immer eine Frage und ihr entscheidet euch. Okay. Cleo auf einem Röhrenfernseher schauen oder auf dem Handy? Röhrenfernseher. Ja, safe. Madonna oder Taylor Swift? Madonna. Ja. Trabi oder Tesla? Mir ist das egal, ich enthalte mich, entscheide du. Ach, schwierig. Also ich würde halt eigentlich gerne so aus politischer Überzeugung nicht unbedingt Tesla sagen, aber wenn aber Demi Trabi macht, die fahren sich schon ganz geil. Also die Beschleunigung. Also Tesla? Ja. Thomas Gottschalk oder Joko und Klaas? Ja, Joko und Klaas. Ja. Kreuzberg in den 80er Jahren oder Neukölln heute? Kreuzberg in den 80er Jahren. Festnetz oder Instagram? Ich habe noch einen Festnetzanschluss. Du bist die einzige Person, die ich eingespeichert habe, die noch einen Festnetzanschluss hat. Ja, komm, sagen wir Festnetz. Ja. Schulterpolster oder Mom-Jeans? Mom-Jeans, obwohl ich heute ja Schulterpolster trage. Ja. Aber ich trage sehr viele Privat-Mom-Jeans. Sieh, ich gehe da auf Schulterpolster. Da unterscheiden wir uns. Und was machen wir jetzt? Ching-Chang-Chang? Okay. Ah, okay, jetzt hast du ja gewonnen. Ja, stimmt, ich habe gewonnen. Okay, Mom-Jeans. Fukuhila oder Undercut? Fukuhila. Nein, der eklige klassische Fukuhila. Yeah. Entschuldige bitte mit diesem langen dünnen Zopf. Dann ist Undercut schon cooler. Also kommt auf die Ausrichtung des Fukuhilas an, oder? Ja, und wer es trägt? Unentschieden, sagen wir unentschieden. Nee, sagen wir Fukuhila. Knight Rider oder Fast and Furious? Ich hab beides nicht gesehen. Knight Rider. Dann Knight Rider. Nee, einfach Knight Rider. Matt Eagle oder Sushi? Sushi. Schallplatte oder Spotify? Naja, wenn man mal ehrlich ist. Schallplatte natürlich. Schöner. Viel schöner, besserer Klang auch. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, höre ich auch mehr Spotify. Aber auch nur, weil die Nadel kaputt ist. Aber können wir trotzdem sagen Schallplatte? Ja, weil Schallplatte ist einfach, es hat mehr Stil. Otto der Film oder Fuck You Goethe? Fuck You Goethe. Videothek oder Netflix? Also ich muss ja sagen, ich habe noch einen Videodrom-Ausweis, aber wenn ich ganz ehrlich bin, gehe ich nicht mehr hin. Niemand geht hin. Aber eigentlich war es schön. Das war eigentlich der schönste Ort im Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Aber Netflix ist natürlich besser. Dün, dün. Es gibt einen knappen Sieger. Ja, ich bin gespannt. Knapp gewonnen haben die 80er Jahre. Ah, cool. Da schau her. Zu Recht. Überleg dir gut, ob es das alles wert ist. Also gut.